Das Miteinander in der Familie kann mitunter sehr herausfordernd sein. Vieles hängt daran, wie wir miteinander reden. Die Bausteine beobachten und Gefühle habe ich Ihnen schon vorgestellt. Nun möchte ich Ihnen zwei weitere Bausteine für eine gewaltfreie Kommunikation in der Familie vorstellen. Baustein: unsere erfüllten und unerfüllten Bedürfnisse zur Sprache bringen. Anerkennung, Bewegung, Ordnung, Geborgenheit, Pünktlichkeit, Ruhe, Erfolg. Das sind einige der vielen, vielen Bedürfnisse, die wir Menschen haben und haben dürfen. Ein Bedürfnis zeigt an, was man braucht, was einem wichtig ist, was einem am Herzen liegt. Das kann nie falsch sein. Und wenn ein Bedürfnis erfüllt ist, macht sich das mit einem angenehmen Gefühl bemerkbar. Das Kind kommt von der Schule heim und ist so richtig zufrieden. Darauf angesprochen, erzählt es, dass sie heute ein tolles Spiel gespielt haben. Also die erfüllten Bedürfnisse nach Spiel, Spaß, Gemeinschaft, Aktivität zeigen sich im angenehmen Gefühl der Zufriedenheit. In der Familie ist oft herausfordernd, dass Familienmitglieder mitunter sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben können im Moment. Der eine braucht Ruhe, der andere Bewegung. Dem einen ist Pünktlichkeit wichtig, dem anderen möglichst viel Freiraum. Aber alleine schon das Bewusstsein, dass hinter Gefühlsäußerungen wie Freude oder Wut ein erfülltes oder unerfülltes Bedürfnis steht, das seine Berechtigung hat und das zur Sprache bringen, das Aussprechen dieses Bedürfnisses, kann das gegenseitige Verständnis füreinander schon fördern. Zurück zu unserem Beispiel. Hinter meinem Ärger über die herumliegenden Socken stecken vielleicht meine Bedürfnisse nach Ordnung, nach Sauberkeit, nach Struktur, die nicht erfüllt sind. Also geht es darum, das auch auszusprechen, das zu sagen. Mir ist es wichtig, dass du mich ernst nimmst, wenn ich dich um Ordnung bitte. Baustein: Bitten formulieren. Sie kennen das sicherlich. Sie denken sich, mein Kind, mein Partner, meine Partnerin müsste es doch schon längst wissen, was mir wichtig ist. Ich muss es doch nicht noch einmal sagen. Doch immer und immer wieder ist es wichtig, Bitten zu formulieren. Bei der Bitte soll das Kind, der Partner, die Partnerin klar erfahren, was sie sich im Moment wünschen, was sie möchten. In unserem Beispiel könnte sich das in etwa so anhören. Ich bitte dich, dass du dich an unsere Abmachung hältst und deine Schmutzwäsche verräumst, okay? Wie kann ich diese vier Schritte in die Praxis umsetzen? Es braucht Übung, Einübung und immer wieder neue Versuche und Anläufe. Kommunikationsmuster, die man vielleicht schon seit der eigenen Kindheit pflegt, kann man nicht von dem einen auf den anderen Tag ändern. Ich möchte Sie aber sehr dazu ermutigen, immer und immer wieder den einen oder anderen Baustein einer gewaltfreien Kommunikation in Ihrem Familienalltag einzubauen.